Wir haben jetzt gleich ein Highlight für Sie hier ab 11 Uhr. Ein großes Showmatch. Auf diesem wunderschönen Court hier, auf dem 1er Court, wird gleich Maximilian Matherer, Timo Glock, tauscht den Schalthebel gegen einen Tennis-Racket und Patrick Kühnen und Florian Mayer aufschlagen. Also absolutes Spitzentennis hier am Flughafen München. Als Auftaktveranstaltung für die BMW Open hier am Flughafen München, die hier 14 Tage gehen. Hier kann man sich ja 14 Tage mit Tennis beschäftigen in unterschiedlichen Zielgruppen. Wir bieten hier ja unterschiedlichste Aktivitäten an für Kinder vom Schnupperkurs. Es gibt hier Kurse für Schüler, Studenten. Also hier wird, glaube ich, rund um die Uhr am Flughafen München etwas für Tennisinteressierte geboten, aber auch natürlich für Neueinsteiger, die sich aus dem Thema Tennis widmen wollen. Volles Risiko, Longline, der Rückhand volle Sahne durchgezogen. Ja, wir haben ganz neu das sogenannte Eisquash, nennt sich das. Das ist das Squash-Halle hinter Glas, computergesteuert, wo man mit 25 unterschiedlichen Programmen Spielsituationen simulieren kann und im Prinzip alleine ein Squash-Match spielen kann. Und wie gesagt, ausprobieren, testen und dann mal schauen, ob es einem Spaß macht. Und das war's, liebe Freunde. 4:1 und 4:0 gewinnen. Patrick Kühnen, Maximilian Matherer gegen Timo Glock.